neuen Lichtkonzept haben wir uns vor allem eins versprochen. Wir hatten vorher immer sehr, sehr große Ermüdungserscheinungen. Wir als Großhändler für Tinten und Toner ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn wir in alle Welt verschiffen, dass die Produkte natürlich auch genauso, wie sie bestellt worden sind, beim Kunden ankommen. Zum anderen war es natürlich so, dass unsere Lichtanlage 20 Jahre alt war und wir dadurch die Betriebskosten natürlich senken wollten und auch für unsere Umweltbilanz wollten wir auch so gesehen reduzieren. Die Besonderheit bei dem Projekt lag in der besonders engen Zusammenarbeit zwischen Philips und der Firma Bodo Wascher. Wir sind hier als Projektteam aufgetreten. Philips hat uns da komplett betreut, auch im Bereich der Lichtsteuerung. Wir haben die Lieferungen komplett bekommen, sodass wir keine langen Rüstzeiten in Kauf nehmen mussten und alle Komponenten dann direkt schnell montieren. Vom Gefühl her, als wir das erste Mal das Lager hier betreten haben, muss ich sagen, dass es sehr, sehr auffällig war, wenn man den alten Gang und den neuen Gang gesehen hat, wie dort dann die Farbunterschiede waren. Also man hat natürlich gewisse Zahlen auf dem Blatt Papier und dann hat man natürlich jetzt das Gefühl, dass man vorher gar nicht wusste, wie man mit diesem Licht überhaupt sehen konnte. Vorher war es wirklich so, dass es schon ein bisschen schwer manchmal war, durch die Schattierung, die wir auch hier im Lager haben, sich die Produkte anzuschauen. Aber ich glaube einfach, dass durch diese neue Form von Licht, die einfach von der Farbwiedergabe sehr, sehr gut zu lesen ist, dass das einen großen Effekt gebracht hat. Und das, was ich zurückgespült bekommen habe, war eigentlich alles sehr, sehr gut. Die Herausforderung lag darin, die obersten Regalplätze voll nutzen zu können. Das alte Lichtband war von der Decke abgependelt und hat somit die obere Nutzung nicht richtig zugelassen. Wir haben dann das neue Lichtband direkt an die Decke montiert. Das haben wir auch im laufenden Betrieb gemacht. Wir haben von der kaufmännischen Seite her ungefähr 2/3 Energiekosten her eingespart. Das sind also gesehen über 1000 Euro im Monat. Also von der Seite hat sich die Investition da in jedem Falle gelohnt. Und die Lichtsteuerung sind auch nochmal ungefähr 30% gewesen. Neben den Kostenvorteilen, die wir realisiert haben, haben wir auch noch weitere positive Effekte. Ein Vorteil war zum Beispiel, dass wir bei den alten Lampen ungefähr 8000 Stunden hatten, mussten sie dann im laufenden Betrieb austauschen, was natürlich hin und wieder mal zu Störungen geführt hat. Jetzt sind wir ungefähr bei 50.000 Stunden, da werden wir dann die nächsten 15, 20 Jahre gar nicht mehr irgendwie an die Decke hochfahren müssen. Und natürlich auch CO2-Einsparungen, auch sehr, sehr stark. Dadurch, dass wir natürlich die Energieleistung rapide runtersetzen konnten, hat das auch noch einen positiven Vorteil für die Umwelt gehabt. Gerade als mittelständisches Unternehmen ist natürlich so eine Entscheidung, so eine Investition trägt sich natürlich 15 Jahre. Und wir sind damit sehr zufrieden, weil uns auch alle Vorteile sehr transparent dargestellt worden sind. Da haben wir mit den Leuten von Philips ein sehr gutes Team gefunden, die dieses Thema, diese Materie, mit der wir uns natürlich nicht alltäglich beschäftigen, sehr klar und verständlich dargebracht haben.